Hi, ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Mein Name ist Christoph und jetzt geht es nochmal um Neuheiten zur Spiel Digital. Titel Erweiterung. Da sind doch einige im Anmarsch. Ich habe, glaube ich, 18 sind es am Ende zusammengefasst, die mich persönlich am meisten reizen. Die Highlight-Videos habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Vielen Dank dafür den Zuspruch. Wer noch nicht gesehen hat, ich habe die Titel nochmal verlinkt hier unter dem Beitrag. Und ansonsten haben wir auch eine Menge Neuheiten im Bereich der Erweiterung dabei. Und die gehe ich jetzt alphabetisch mal durch. Ich habe mir 18 davon ausgesucht. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, nicht alle begeistern mich, weil nicht alle dieser Spiele finde ich besonders toll, also für meinen Geschmack. Ich weiß aber, dass es eine Menge von euch darunter gibt, die diese Spiele ebenfalls super finden. Und deshalb wollte ich diese Erweiterung nicht außen vor lassen. Los geht's mit Aeon's End, kommt bei Frosted Games raus, ist auch schon, glaube ich, ja, ist schon erhältlich. Und zwar aus den Tiefen und das Namenlose. Hart ausgedrückt ist more of the same, also das Spiel wird einfach noch mehr erweitert, neue Sprüche, neue Artefakte, neue Magier etc. hinein in den zwei Packungen. Ja, also wer Aeon's End liebt, sollte da sich diese beiden Packungen eben mit dazu holen, um das Spiel noch zu erweitern. Dann Catan Sternfahrer Erweiterung für 5 bis 6 Spieler bei den meisten, ich glaube mittlerweile bei allen Catan Spielen, hat man eben halt auf 5 bzw. 6 Spieler erweitert. Hier ist eben halt nochmal einiges am Material drin. Da freue ich mich wiederum schon, weil ich habe eine Truppe, ja, ich sag mal, der gehobenen Gelegenheitsspieler, so würde ich es mal ausdrücken, weil die auch schon gerne Kennerspiele spielen. Die sind Catan-Fans oder zumindest einige darunter. Und wir konnten die Sternfahrer bisher eigentlich nie spielen, weil immer mindestens 5 Leute zusammengekommen sind. Hier bietet sich jetzt natürlich die Gelegenheit an, tatsächlich die Sternfahrer mal auszuprobieren und ich sag mal nicht immer Catan pur zu spielen. Civilization Terra Incognita, Fantasy Flight Games, erscheint bei Asmodee, ist eine Erweiterung für Civilization, was vor 2 Jahren herausgekommen ist. Man kann jetzt mit 5 Spielern spielen, es kommen bei den Städten jetzt so Bezirke mit besonderen Fähigkeiten hinzu. Und das Ganze ist auch teilweise mit so Nebelgebieten ausgestattet, sodass man erstmal hinreisen muss, um die Ländereien zu entdecken. Macht das Ganze noch ein bisschen unvorhersehbarer, ein Stück weit weniger planbarer. Aber auf der anderen Seite entdecken wir ja bei solchen Zivilisationsspielen auch erstmal unbekanntes Land. So wie wir es, ich sag mal, auch aus den Computerspielen kennen. Von daher finde ich es gar nicht mal so schlecht, so eine Komponente da auch mit hinzuzunehmen. Ja, dann der Kartograf. Es ist nicht die Heroes-Erweiterung oder das eigenständige Heroes-Spiel, was jetzt gerade auf Kickstarter läuft. Das wird erst im, ja, ich sag mal, Frühjahr, Frühsommer 2021 bei Pegasus auf Deutsch erscheinen. Nein, wir haben jetzt eine Erweiterung. Da gibt es einen Ersatzblock fürs Grundspiel, falls der schon durch ist. Es gibt 2 neue Spielpläne und neue, ich nenne es jetzt mal Monsterkarten, die das Ganze vielleicht dann nochmal ein bisschen variantenreicher gestalten. Wer keinen Bock mehr hat auf die bisherigen, der hat jetzt die Möglichkeit, das noch ein wenig darunter zu mischen. Die Quacksalber erhalten die 2. Erweiterung, nämlich die Alchemisten. Die schaffen eben halt noch mit Destillaten jetzt besondere Boni und Sonderpunkte zu vergeben. Es kommen auch neue Spruchkarten hinein. Also es ist so wie bei den Kräuterhexen ein bisschen mehr vom Gleichen. Und an der einen oder anderen Stelle kommen jetzt noch mal ein paar Besonderheiten hinzu. Damit wird das Spiel natürlich, je nachdem mit wie vielen Modulen ich es spiele, halt schon umfangreich. Also die Quacksalber von Quedlinburg, Alchemisten von Schmidt Spiele. Board Game Box, mein Namenspendant, wird die 2 Draftosaurus-Erweiterungen bringen, nämlich Aerial Show und Marina. Wie man vielleicht vom Namen halt schon vermuten kann, geht es bei dem einen halt um Flugsaurier, die eben halt oberhalb des ganzen Parks, des bisherigen Parks angebracht werden. Und bei Marina eben halt um
Wassersaurier, die den Fluss ein Stück weit verlängern und je nachdem, wie wir das ausbauen, da eben halt noch zusätzliche Boni uns verschaffen. Ich habe Draftosaurus bisher sehr, sehr gern gespielt, war eins der meistgespieltesten Spiele im letzten Jahr. Freue ich mich tierisch drauf, hier im Bereich Draftosaurus ein bisschen mehr zu machen. Ja, dann Ära-Erweiterung erscheint dann bei Eggard-Spiele und auch noch bei Pegasus aus der alten Beziehung heraus. Es kommen neue Straßen, Brücken und Flüsse mit ins Spiel, sodass also der innere Bereich der Stadt mit dem äußeren halt verknüpft wird. Es werden neue Gebäude ins Spiel kommen. Die drei Teile, also Straßen, Brücken, Flüsse, werden über sogenannte Szenarien eingeführt. Dann wird das ganze Spiel noch was komplexer. In Nürnberg hat man uns gesagt, dadurch wird das Spiel so richtig rund. Ich hoffe mir das, weil ich fand Ära nicht schlecht, aber es hatte noch nicht so dieses Feeling, was ich mir davon eigentlich erhofft habe. Ich hoffe, dass viel Hoffnung dabei, dass Ära nun eben mit den Erweiterungen eben so richtig floppt. Ja, Flügelschlag, Ozeanien-Erweiterung, habt ihr ja schon Bilder gesehen, blende ich auch nochmal ein. Gelbe Eier, neue Aktionskarten, logischerweise neue Vögel. Aber ich glaube, das, was für uns alle am überraschendsten war, waren neue Playerboards, die eben das Ganze nochmal, ja, so, ich will jetzt nicht sagen komplexer gestalten, aber nochmal zusätzliche Herausforderungen bringen. Denn wenn ich Vögel aktiviere, bekomme ich ebenfalls über diese Playerboards nochmal zusätzliche Boni. Könnte das Thema mit denen, wir legen am Ende nur noch Eier, so ein Stück weit lösen, was der eine oder andere ja moniert hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ozeanien-Erweiterung. Ja, dann nichts Wildes, aber nichtsdestotrotz für mich sehr cool ist. Just One wird oder hat eine Erweiterung bekommen. Da sind zwei Bänke drin, sodass man das Spiel eben jetzt mit 9 Leuten auch spielen kann. Neue Begriffe runden das Ganze ab. Ich glaube, 110 Karten sind da drin. Ja, Just One ist ein super Spiel. Unter Corona-Bedingungen vielleicht im Moment jetzt nicht das Optimalste, mit 9 Leuten zu spielen, aber nichtsdestotrotz, dass wir werden auch andere Zeiten haben und dann ist Just One eigentlich mit mehr Leuten noch bereichernder als wir es bisher erlebt haben. Wir haben meistens uns ausgeholfen, haben da mit Zetteln irgendwie hantiert. Mit den Bänken sieht es, ist natürlich ungleich besser. Kitchen Rush von Pegasus wird ebenfalls eine Erweiterung bekommen oder diese Erweiterung jetzt lokalisiert haben. Heißt aber bitte mit Sahne. Wie der Name schon erkennen lässt, kommen jetzt der Bereich der Desserts, der Torten, Nachtische etc. hinein. Das heißt neue Sanduhren, neue Zutaten, neue Auftragskarten. Ja, das Ganze wird dann dementsprechend sicherlich noch mal ein Stück weit komplexer werden. Je nachdem, wie das läuft, muss man dann eben halt Mehrgänge-Menüs kochen. Minecraft wird mit der Farmers Market-Erweiterung zusätzliche Plättchen hineinbekommen. Das heißt, man hat am Anfang ja, Gemüseplättchen, die dann nachwachsende Rohstoffe bieten. Und man hat in den Stapeln, die man halt aufsucht, zusätzlich noch weitere Plättchen liegen, die eben halt weitere Boni bringen. Das wird dazu führen, dass man so ein Stück weit autarker von, ich sag mal, dem normalen Ressourcenstapel ist, aber die sind dann zwingend notwendig, sonst kommt man da eben nicht weiter. Gugong Painyun, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, von Game Brewer, ist jetzt gerade in der Auslieferung. Ne, ich habe es schon bekommen, also ist schon da. Hat 4 neue Module. Unter anderem, und da freue ich mich wahrscheinlich am meisten drauf, ist der Sommerpalast. Blöderweise noch nicht gespielt. Ich habe es hier in dieser schönen Samtschatulle liegen. Aber da es jetzt vor Essen ist, haben Kickstarter da ein Stück weit nicht den Vorrang, sondern es werden erstmal Neuheiten von anderen Sachen gespielt. Aber dieser Sommerpalast ist so eine zusätzliche Reise zum Kaiser hin, sodass das ganze Thema so ein bisschen erschwert wird, da nochmal so kleinere Hürden reingepackt werden. Ich denke mal, das macht das Spiel in Summe noch runder. Ja, zu Parks gibt es eine Erweiterung, nämlich die Sternstunden wird bei Feuerland erscheinen. Wir haben einmal mehr Parks, die nochmal gesonderte Boni bringen. Wir haben neue Jahreskarten und wir haben den Campingbereich. Hier habe ich die Möglichkeit, eben halt über Campingzelte auf der Aktionsleiste noch ein paar andere Sachen zu machen.
Da muss ich mich dann entscheiden, ob ich den normalen Wanderweg weiterlaufen möchte oder eben halt diesen Campingpfad einlaufen. Ich denke mal, das wird das Ganze nochmal so ein bisschen anders entzerren. Ja, Parks habe ich gern bisher gespielt, auch wenn es eher eins der leichteren Kennerspiele oder gehobenen Familienspiele ist. Die nächsten beiden Spiele oder vielleicht sogar die nächsten drei Spiele sind jetzt nicht so die Highlights für mich. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass ihr darauf wartet. Das ist zum einen Res Arcana, Lux et Tenebra, Tenebrae. Fünfte Person, neue Schriftrollen, neue Artefakte. Res Arcana hat mich leider nicht so abgeholt. Ich kann verstehen, dass da der Reiz ist, aber ich mag diese Art und Weise des Kartenspiels nicht. Da teilen wir leider nicht die Vorlieben. Ich kenne aber genügend Mitspieler, die dieses Spiel lieben. Und darauf warten. Genauso wie auf das nächste, nämlich Spirit Island, zerklüftete Erde. Es gibt weitere Invasoren, die zahlreicher werden. Das Ganze wird noch aufwendiger zu beherrschen. Sechs Geister können parallel gespielt werden. Und ja, hier warten Mitspieler von mir dringend auf Nachschub. Für mich ist dieses Spiel einfach nur Arbeit. Also das strengt mich an, das ist kein Spielvergnügen. Deswegen habe ich da bei Spirit Island auch einen großen Bogen drum gemacht. Aber auch das ist wieder so ein Ding, was ja, ihr doch stärker erwartet. Tiny Towns habe ich gern gespielt. Es ist aber nicht so das fluffige Familienspiel, was man so erwartet, wenn man da drauf guckt. Jetzt kommt mit Fortune, kommen die Goldmünzen hinein. Die kann ich in der Schatztruhe sammeln, um sie am Ende in Siegpunkte zu verwandeln. Ich kann sie in Ressourcen tauschen. Oder aber Gebäude, die bestimmte Voraussetzungen haben müssen für Versorgung, eben halt am Ende des Spiels noch hinbiegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze dadurch ein bisschen runder und kontrollierbarer ist, weil Tiny Towns war schon eine ziemlich zwirbelige Angelegenheit. Wasserkraft Lakewater Project oder Projekt wird bei Feuerland ebenfalls erscheinen. Die Niederländer kommen als zusätzliche Nation ins Spiel. Es gibt weitere neue Werkzeuge, mächtigere Werkzeuge. Und ja, es ist so ein bisschen more of the same mit ein paar zusätzlichen Kniffen drin. Weiß aber von vielen, die Wasserkraft toll finden, dass das jetzt sicherlich nochmal eine zusätzliche Bereicherung ist. Und last but not least, Seven Wonders Duel wird mit Agora eine Erweiterung bekommen, die neue Module einführt. Da geht es um den Senat, der dort mit hineinkommt, der auch gleichzeitig eine neue Endbedingung darstellt. Wenn man nämlich über die Senatskarten Mehrheiten im Senat schafft, dann hat man das Spiel ebenfalls gewonnen. Auch hier habe ich von denen, die es bisher gespielt haben, es gibt so die ersten, ich sag mal, Prototypen im Markt, bisher ganz Gutes gehört. Seven Wonders Duel mit Agora von Repos. So, durchatmen, das war im Schnelldurchlauf die Erweiterung, auf die ich mich jetzt besonders freue. Mit zwei Ausnahmen, weil ich die Spiele nicht so mag, aber ich wollte sie hier eben mit reinnehmen. Und ich weiß, dass da noch sowas fehlt wie Twilight Imperium, Erweiterung etc. Aber Twilight habe ich bisher noch gar nicht rangewagt, deswegen habe ich das Thema komplett draußen gelassen. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Vorbereitung auf die Spiel. Von mir wird es auf jeden Fall noch eine Gespieltfolge geben. Es wird noch eine Vorstellung des Bibelradios geben. Und was ich während der Messe plane, mache, tue, neben dem Bibelradio, wo ich aktiv beteiligt bin, weiß ich noch nicht. Ich habe vor, etwas mit Video zu machen, aber das wird eine spontane Aktion werden. Da muss ich erstmal gucken, wie ich das zeitlich auf die Reihe kriege. Bis dahin bleibt mir gewogen, gerne ein Abo, gerne einen Daumen hoch und ja, wir hören uns dann morgen oder übermorgen schon mit der Gespielt-Folge, wo ich diesmal wahrscheinlich mehr als 13 Spiele drin habe oder ich mache zwei Folgen draus. Muss mal gucken, was ich bis dahin noch alles so gespielt bekomme. Macht's gut, euer Christoph. Ciao!